Ich bin Pfarrer, seit circa 5 Jahren hier in der Evangelischen Kirchengemeinde in Großsachsen. Wir sind eine kleine Gemeinde, gemütlich und nett bei uns, man ist füreinander da. Schön hier, ich fühle mich wohl. Zusammen mit meinem Mann haben wir an der schönen Hirschberger Gemeinde einen Obsthof mit hauptsächlich Apfelanbau. Und mein Mann ist auch Bäckermeister und wir backen eben auch Brot in unserer eigenen Hofbäckerei. Wir sind im Januar von Kiel nach Großsachsen gezogen. Gerade nach den letzten 3 Jahren ist es einfach schön, wo neu anzukommen und so offene Leute zu treffen. Guten Morgen, Yvonne. Morgen, Friedel, hallo. Na, wie geht's? Danke, gut. Und dir? Es war uns wichtig, eine Willkommenskultur aufzubauen, aber in den letzten Jahren hat es noch nicht geklappt. Und als ich dann hörte, die Landeskirche hat hier eine Vorlage, die unterstützt es, dachte ich, okay, das ist es, das hilft uns, um neu Zugezogene zu begrüßen. Und daraufhin habe ich mich gleich gemeldet, mitmachen zu können bei der Aktion. Wir bekommen einen A5-Flyer von der Landeskirche, da sind unsere persönlichen Daten drauf, sprich von der Kirche, wie wir erreichbar sind. Wir haben ein Tütchen Salz, was wir dazu packen, einen Brotgutschein. Das Ganze packen wir in eine Jute-Tüte rein und bringen das zu den neu Zugezogenen, um zu signalisieren, ihr seid uns wichtig. Yvonne ist zu uns gekommen und hat uns eben einen Brotgutschein vorbeigebracht mit einer kleinen Portion Salz als Willkommensgeschenk. Oftmals wird es, oder bei uns wird es ja eigentlich durch die Ehrenamtlichen übernommen, das Austragen des Brot und Salzes. Ich mache das auch, wenn gerade das anders nicht passt. Unser Pfarrer hier in Großsachsen ist auf uns zugetreten, ob wir da mitmachen möchten. Und wir finden Tradition generell gut und dachten, ja klar, machen wir mit, das ist eine tolle Sache. Ich treffe die Menschen dort, wo sie sind, zum Beispiel zu Hause. Gerade dann, wenn sie in eine neue Umgebung ziehen und sich sowieso alles neu ordnet. Da ist so ein Willkommensgeschenk, denke ich, so eine Art Hand ausstrecken und sagen, hallo, wir sind da. Wir wünschen dir, dass du hier immer genug zu essen haben wirst, dass du dich wohlfühlst, dass die Würze in deinem Leben dabei ist. Das finde ich einfach, wie gesagt, selbstverständlich und so sollten die Sachen dann funktionieren. Also dann funktionieren sie, denke ich, auch. Brot ist für mich ein Ursprungsprodukt eben, was es ja schon sehr, sehr lange in der Menschheit gibt. Unser täglich Brot hat auch viel mit der Kirche zu tun, ja. Brot braucht man jeden Tag. Salz ist auch so die Würze des Lebens. Ist das Salz in der Suppe, das die Sache besonders macht, das braucht man im Leben ebenfalls. Aber ich denke, das ist auch wieder so was Grundlegendes, was man jemandem, der einem nahe steht, einfach wünscht. Möge Brot und Salz in diesem Haus nie ausgehen. Also die bisherigen Reaktionen waren positiv. Die Leute waren freudig überrascht, die neu Zugezogenen. Das zeigt, dass sich die Gemeinde auch in irgendeiner Art und Weise um die Leute kümmert, wenn sie in die Gemeinde kommen. Mehr als nur ein Brief, finde ich klasse. So kann Gemeinschaft wachsen, dass man aufeinander zugeht, diese freundliche Geste ausdrückt mit Brot und Salz. Was es genau ist, weiß man ja nie, wenn neue Menschen dazukommen. Neue Menschen verändern ja auch immer eine Gemeinschaft. Und darauf freue ich mich, dass durch die neuen Menschen, die in die Gemeinde kommen, die Gemeinde auch immer wieder eine neue Lebendigkeit bekommt und sich auf eine gewisse Weise weiterentwickelt.